Hallo, zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, nach Tschüssili. Mit dabei ist natürlich der gute Kevin. Steig aus. Ja. Und der Tschüssili Kicks. Kevin Lee? Ich kündige. Servus, Lee. Ernsthaft? Total, ey. Hast du heute deinen Verniedlichungstag oder sowas? Ja, sicherlich. So ein blödes Gepapp. Oh, meine Fresse. Ja, meine erst. So. Wie gut, dass ich jetzt ein schönes Weizengetränk trinke. Euch zu ertragen. Hast du Karamalz? Ah, nein, das hat kein Weizen, ne? Malz. So. Probieren wir es mal meine letzten Spikes hier unten rein. Zack, zack, zack. Dann lade ich die zumindest schon mal mit Holz auf. Aber ich brauche ja noch Metall, ne? Doch. So, und ich denke, dass ich... werde das, glaube ich, so machen. Ja, daher machen wir das Ganze. Und noch eins. Ja. Hier läuft was. Panzer. Hier lief was. Ist tot. Welcher Glück aber auch, dass ich direkt... Lass es laufen. Ich bin da jetzt, glaube ich, so gerade oben auf meiner... ja. Dann sind es jetzt zwei. Eins, zwei. Passt. So. Den Rest muss ich von drüben rüber bauen, das macht ja sonst keinen Sinn. Funktioniert ja anders nicht. Oh, das ist klasse. Was denn? Ach, jetzt habe ich wieder dieses Problem mit der Hedge. Hast du ein Problem mit der Hedge? Ja, ich krieg die Hedge wieder nicht so drauf. Aber bei mir ging es jetzt gerade einwandfrei, muss ich sagen. Ja, jetzt geht's bei mir nicht. Super. So machen, anders funktioniert es, dann brauchen wir eine Ramp. Eine Ramp, 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 Ramp. Ramp. So, zack, zack. Okay. Was? Ich würde sagen, ich bin bei Stein angekommen. Ja, da ist ja. Ach ja, Kevin, hast du denn noch was gesagt? Du bräuchtest eventuell noch mal so eine... Steel Pickaxe? Nach der Horde. Nach der Horde, okay. Weil jetzt baue ich hier eh erstmal meine Verteidigung auf, von daher baue ich es ja nicht. Bin ich der Meinung. Hüpf. Das war. Och du Schande, war das Glück. Hier müssen wir sowieso nochmal die ganzen Spikes hier wieder reparieren. Hallo? Was? Jetzt. Ich repariere gerade hier ein paar von den Spikes, die hier rundherum gesetzt sind. Ja, ich würde aber sagen, dass wir dann auch bald uns auf den Weg machen. Und ja. Rübergehen. Um an der Kirche wirklich dann soweit alles klar zu machen, klar Schiff zu machen. Und ja, das wäre so, denke ich, ganz sinnvoll.
Was? Nix. Ich bin da bloß gerade am Bauen bzw. überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Jawohl, so ist perfekt. So. Zack. Und hüpf. Zack. Gibt's eigentlich auch so eine Flagstone Ramp? Ja, gibt's. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann machen wir kurz doch zweimal Cobblestone. Dann bauen wir uns so eine Rampe noch. Und dann würde ich aber auch schon sagen, dass wir uns so langsam abmachen. Ja. Und uns so ein Stück weit vorbereiten für die Horde. Also ich habe meinen Übergang zu unserem Haupthäuschen fertig. Das wäre schon erledigt. Nötigste da lassen. Ha? Das Nötigste da lassen. Ich schleppe jetzt alles damit. Was sagst du zu meinem Igel? Zu deinem Igel. Den gucke ich mir jetzt gleich noch an. Ich will nur noch schnell mein Eisen da verarbeiten, was ich da rumfliegen habe. Achso, dafür reicht's nicht. Was war denn das? Netter Igel. Na ja, gut. Heben uns das Holz an. Schick, schick. Schick. Also wirklich? Wo geht's da jetzt rein? Ah, da. Was ich aber überlegt habe. Ach Gott, ist das hell hier drin. Das ist aber echt nice. Also, schick, schick. Also ich glaube, Kevin hat momentan so den Platz an der Sonne. Dürftest du momentan zumindest noch recht sicher haben. Warum? Weil es echt nice ausschaut. Also. Ja, was ich hier draußen jetzt noch machen will, ist Stacheldraht. Okay. Ich will hier quasi den NR-Block noch wegnehmen und mir dann hier einen Gang aus Stacheldraht nach draußen bauen. Das Einzige, was ich gemacht hätte, warte mal, ich zeig's dir mal anhand von Woodframes zum Beispiel, wäre, ich hätte mir so einen kleinen, so quasi, links und rechts hochgezogen und dann mit so Ramps, weißt du, also mit so Abfeld im Endeffekt, so einen kleinen Eingangsbereich. Also, will ich da machen mit Stacheldraht? Mit Stacheldraht kannst du das so nicht machen. Kannst du den Stacheldraht mal hier nach oben ziehen und oben drüber ein Quersetzer? Oder zwei? Ja, ja, nein, ich habe jetzt gemeint, zum Beispiel sowas wie das hier, also die Rampe, die wir hier gebaut haben, sowas im Endeffekt links und rechts vom Eingang, also als optische Geschichte dann im Endeffekt. So habe ich das noch gemacht. Gegessen erstmal. Das gibt was für die Wellness. Darf schon mal rüber. So, also ich komme gleich nach. Oh. Fertig gegessen, fertig getrunken. Na, ich noch nicht. Ich aber. Ja, das ist schön. Muss mal gucken, dass ich A voll werden und B die Wellness wenig nach oben bekommen und dann komme ich auch gleich nach. Jetzt ist mal Wellness wenigstens mal wieder auf 100. Arsch. Ich bin bei 78. Bei wie viel? 78. Ey, ich muss gucken, dass ich den Heal-Nut ein bisschen hochbekomme noch. Das ist eigentlich auch ein ganz praktisches Skill, muss ich sagen. Aber du bist ja total am Vorteil. Ach ja, ach ja. 203.
Hörst du mich oder willst du mich nicht hören? Ich höre dich schon, ich höre dich schon. Ich bin bloß gerade leicht beschäftigt. Was hast du gesagt? Ja, eine Waffe zu bauen, um... Hä? Was, hä? Och, Mann. Ja, wir hatten... ich sehe jetzt gerade, dass hier lauter Wasser schon drin ist. In der einen Kiste, deswegen. So. Tup. Ja, cool, und dann müssen wir halt jetzt mal gucken, dann Stück für Stück, dass wir noch was da damit rüberbringen. So, jetzt aber Abmarsch an die Kirche. Hüpf. Die baue ich gleich noch mit ab. Ich muss mir bloß noch was überlegen, weil ich habe halt jetzt nur einen Zugang aktuell bei mir rein und der läuft dann über die Main Base im Endeffekt. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich das dann bewerkstelligt, dass ich vielleicht noch einen zweiten bekomme. Wir hatten hier den ganzen Sand schon weggegraben. Ich hoffe, ihn bringt. Oh. Na da. So, ihr seid schon drüben, nehme ich an. Ja. Ah, gut. Wir haben noch einen Haufen Federn. Springs? Ah, 5 Stück. Okay. Ja, ich bräuchte eine für eine Vault Hatch. Ja, zumindest erstmal eine. Da ist hier noch alles drin. Okay, also jetzt tun wir das Zeug erstmal da rein, Steine. Den Clay haben wir hinten. Da. Also ich würde sagen, wenn wir auch das nächste Mal drüber gehen, nach der Horde, dann nehmen wir hier auch gleich ein wenig Zeugs mit. So. Aber da noch was ich rein muss. Nee. Das war nicht. Schaut's hier aus? Nee. Und ich würde hier auf jeden Fall auch gar nichts mehr großartig einschmelzen. Das ist das ganze Gegenteil. Ich würde hier vielleicht sogar aufhören und würde das Zeug ausschmelzen. Mach ich doch gerade. Nee, lass uns halt. Lass ich doch schon raus. Ja, aber lass uns halt das Eisen mal ganz normal ausschmelzen, weil davon brauchen wir jetzt auch noch. Ein Teil zumindest mal, dass wir uns mal sich da 500 Stück oder so mal ausschmelzen. Noch 6000 Metall dann da? Ja, ja, eben. 6000. Deswegen sage ich ja, lass uns mal 500 Stück zumindest ausschmelzen. Ausschmelzen? Okay, gut. Dann brauchen wir draußen quasi wegen Spikes und so Sachen jetzt, ne? Also es geht eigentlich nur darum, dass wir die Nacht hier sauber überleben, dass da nichts passiert. Und sprich ein paar Spitzen hier. Zack. Lass mal die gleich mal erneuern noch. Und dann vielleicht nochmal... Ich sag jetzt mal zwei Reihen oder so drumherum setzen. Oder? Ja. Wolltest du jetzt auch Stacheldraht schnitzeln? Ne, jetzt noch nicht. Also das mache ich dann erst später drüben dann. Hier jetzt mache ich dann sowieso nichts. Und wie gesagt, dann drüben ja, da mache ich Stacheldraht auf jeden Fall noch. Ja, weil da würde ich jetzt welche mit für dich anstellen. Ja, der dauert nämlich recht lange, ne? Aber ja. Ja, deswegen. Also ich brauche, so viel brauche ich gar nicht. Ich sag mal, vielleicht 30 Stück, mehr brauche ich nicht. Zumindest erstmal nicht für die erste Ausstattung. Ich, mal, ich könnte jetzt 32 Stück anstellen. Ich will ja auch welchen haben. Stelle ich den an und hab... Ja,
Dort Forge Iron, ne? Dort 40 Forge Iron dann draußen. Ja, ne, also. So, dann stelle ich mal noch ganz normale Spikes an sich jetzt an. Den Mixer kann man da nicht bauen, wa? Warte mal, ich glaube, dass ich eine bauen kann. Wo finde ich eigentlich die Workbench? Da. Doch, Concrete Mixer könnte ich bauen. Ich ja, so los. Dafür alles da? Warte mal. Aber ich weiß, was ich jetzt baue. Zementmixer. Wir brauchen Forge Iron, wir brauchen Scrap Cable, wir brauchen Federn, wir brauchen eine kleine Engine und wir brauchen Iron Pipes. Wenn wir eine Engine da haben, haben wir eigentlich, hätten wir eigentlich alles da. Kabel? Gut, Kabel wäre jetzt das geringste Problem. Aber müsste vielleicht sogar da sein, müsste mal gucken. Kann jemand von euch schon die Ranch? Warte. Nee. Ach, fuck, ich kann's auch nicht. Warhammer auch nicht. Nee. Sledgehammer kann ich, ja. Ja, deswegen will ich das Auto jetzt hier gar nicht zerlegen, weil nicht, dass wir die Wrench kaputt gehen. Oder haben wir noch oben eine Wrench? Hatten wir nicht euch? Eine. Zwei, drei, vier Stück sind hier. Ganz ruhig. Okay, gut, dann zerlege ich das eine Auto mal. Vielleicht kriegen wir da noch eine Engine raus. So, die Wrench ist im Arsch. Wo sind die Spikes? Spikes, Spikes, da sind sie. Brauchst du noch welche? Ich hab noch 15. Nein, nein. Komm, macht auf dem Herweg. Ich hab grad welche gemacht. Aber es kann ja nochmal einer, was weiß ich, Kicks oder so. Dann auf der anderen Seite schon mal eine Reihe nochmal setzen, auf jeden Fall. Ja, hab ich gerade schon eh Reihe. Ich setz noch eine hin. Ja, also zwei Reihen würde ich auf jeden Fall. Hier hast du noch 50. Also ich würde auf jeden Fall gucken, ob wir so zwei Reihen außerdem extra haben. Ja, beim Eingang. So. Hab ich dir eh nicht mit. Ach da. So wie sie. Boah, das dauert ja ewig. Was da will ich? Hab? Dauert ewig. Was dauert ewig? Workbench. Aha. Dauert ewig. Workbench möchte ich jetzt eigentlich noch gar nicht zu haben, sage ich ganz ehrlich. Schon. Hier läuft doch irgendwo was. Weil da könnte ich nämlich schön das Stacheldrahtzeug laufen lassen. Achso. Weil ja gut, okay, ja. Halt angenehmer, als wenn ich mir damit jetzt im Trapper stopfe. Honig. Überragend. Honig ist gut. Haben sie mal wieder was Gescheites dabei gehabt. Ah, verdammt. Braucht ihr jetzt meine Hilfe? Ja, momentan eigentlich... nicht. Weniger. Sei denn, du möchtest Spikes setzen, dann würde ich nochmal einmal...
Rüberlaufen wird schon mal irgendwas rüber tun. Und drüben einsortieren. Weil die Zeit dafür hätten wir ja. Ja, ich würde jetzt noch die Bäume hier abfahren, wenn wir jetzt eh nach der Horde dann rüberziehen im Endeffekt. Ja, ja. Die Idee ist natürlich auch gut. Kann man das ja in so Hölzchen Umgebung wissen. Ja, und dann sehen wir. Gerade die großen Tausender Bäume, die hier auf dem Hügel stehen. Ja, ne, und die sämen und drüben sämen die dann neu ein. Ja. Aus, wie auch immer. Sollte ich dann gleich rüberbringen, beziehungsweise fette Spikes anstellen. Der Workbench. Oh. Weil die dauern ja auch mehr und so weiter. Ja, aber die Workbench machst du drüben hin, oder? Ja, ja, die mache ich drüben bei mir ins Haus unten mit rein. Erstmal. Weil in der Hauptbase drüben passt es ja nicht hin. Der Gang ist ja übelst schmal. Ja, ja, ne, klar. Ne, die packe ich bei mir drin, wenn er so benutzen wollt, macht durch. Also bisher freundlich. Ausnahmsweise. Das war Respekt, ja. Hat eigentlich von euch einer heute Kabel 1 geguckt? Nein. Warum? Was war das? Star Trek Online. Star Trek kommt halt den ganzen Tag schon. Nee. Alle Zeit. Ich bin jetzt nicht so der Trekkie, sag ich mal. Hab ich noch nie vorgesehen. Also ich hab mir schon, ich sag mal, die ganzen Filme, die an sich kamen, ja. Aber jetzt so, dass ich da jetzt alles, keine Ahnung, aufgesaugt habe und cool und das muss ich anschauen oder was? Nee, das ist jetzt nicht der Fall. Okay. Akzeptier. Oh. Hi Kumpel. Was? Ich hab keine Stamina. Ja und? Ja, und einer, wer hat mir die Bäume gesetzt? Kicks, glaube ich. Hier oben auf der Hügel, die tausender Bäume. Ja, beide? Ja. Wir waren vier aneinander. Da waren zwei Reihen innerhalb von drei Blöcken. Also ein Block Abstand dazwischen. Da hat ein Zombie drin versteckt gerade. Ah, ah. Doch. Darfst du dich nicht so nah machen, sonst bleiben die da drin hängen. Tatsächlich. Ein Geschmack. Das wäre ja vorher bis. Aber es passiert nichts, wenn du in einen Baum reinläufst oder der auf dich fällt. Nee, das haben sie gefixt, soweit ich weiß. Die brauche ich eh nicht, da haben wir noch einen Baumsamen. So, ich mache auch noch ein paar, schnell mal zwei, drei Bäume um. Was ich schön finden würde, wäre, wenn die noch verschiedene Arten reinkriegen. Oh, der Zombie schreit überhaupt nicht. Was ist denn hier los? Ah, jetzt schreit er. Kaum Zeit. Das sind ja unterschiedliche Bäume hier im Endeffekt, aber du kriegst immer selber Holz. Ja. Das stimmt allerdings. Das wäre natürlich noch eine coole Abwechslung. Wenn du sowas gewinnst, dass du. So wie bei Minecraft. Da hast du auch deine unterschiedlichen Holzfarben im Endeffekt, wenn du die Blöcke baust. Ja, dass du halt auch unterschiedliche Dinge vielleicht damit machen kannst, sag ich mal. Dass du von mir aus. Gewisses Holz eignet sich zum Beispiel, keine Ahnung, nur zum Verbrennen oder. No. Okay, so krass würde ich das jetzt nicht machen, aber nein, dass sie das halt heller sind, dunkler sind. Ja gut, aber ich würde schon so vielleicht gewisses Holz, so Hartholz irgendwie oder so, das ist halt nur für ein Gewicht. Oder dass es länger haltbar ist. Es hat halt keine 100er Wertigkeit im Block, sondern eine 500er Hartholz. Oh. So macht. Ja gut, das wär so eine Möglichkeit, ja. Da dachte ich tatsächlich, da ist schon wieder ein Zombie bei mir. Aber der war nicht so. So, aber
Ach, jawohl, den Fehler nochmal zum guten Abschluss. Ich spiele mal den Spielverderber. Ja, es ist wieder soweit. Nächste Folge kommen die Horde. Ich denke, das können wir schon mal festhalten. Das ist ein Fakt. Und dann werden wir umziehen. Unsere Sachen erstmal rüberbringen, dann werden wir ein bisschen looten gehen und so weiter und so fort. Das sind so die Ausblicke der nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüssi. Servus.